Hüptingsen an der niedersächsischen Spargelstraße. Hinter den Mauern dieses unscheinbaren Bauernhauses liegt der Hauptsitz des Asparagustinerordens, der weltweit ersten Spargelreligion. Die Anführerin der Asparagustiner, Sazenia Burgundine Ramirez. Seit 5 Jahren residiert sie mit ihrer Anhängerschaft nun schon in dem kleinen Dorf bei Hannover. Wer ist diese Frau, die sich selbst als Spargel-Erzengel bezeichnet? Und was steckt hinter dem mysteriösen Geheimbund der Asparagustiner? Spargel ist ein heiliges Lebenselixier. Indem wir Spargel mit unseren irdischen Körpern konsumieren, nehmen wir göttliche Energie in uns auf und nähern uns dem kosmischen Lichtkreis. Das heißt, Sie essen nur Spargel? Spargelspitzen, ja. Der Rest schmeckt mir nicht. Zu holzig. Bis heute ist wenig über interne Strukturen und Rituale der Asparagustiner bekannt. Dorfbewohner meiden den Kontakt. Ey, was soll das? Ey, wir wollen die hier nicht im Dorf. Seitdem die hier sind, da stinkt hier alles nach Spargelpisse. Ey, wir wollen die hier nicht. Der Asparagustinerorden lagert in den Kellerräumen einen Vorrat von schätzungsweise 80.000 Tonnen Spargel. Die Götter sprechen durch den Spargel zu mir und sie haben mir gesagt, ich solle gottlos Spargel hamstern, bevor die anderen ihn mir wegfressen. Ja, das waren ihre Worte. Wer bei den Asparagustinern mitmachen will, muss nicht viel können. Er muss aber bereit sein, sein Leben dem Spargel zu verschreiben. Denn außer dem weißen Stängelgewächs kommt hier nichts auf den Teller. Das ist hart und fordert eiserne Disziplin. An guten Tagen schaffe ich 180 Spargelspitzen und wenn ich eine Radlerhose anhab, dann 204. Aber es gibt auch Kritik an dem Orden. Ein ehemaliges Mitglied, das anonym bleiben möchte, berichtet von emotionaler Manipulation, Psychoterror und Ausgrenzung. Sazenia hat immer die Spargelspitzen bekommen und wir nur die Stangen. Natürlich hatte man dann irgendwann genug und wollte auch mal was anderes essen als weißen Spargel. Im Dorf gab es mal diesen Stand mit grünem Spargel am Straßenrand. Da haben wir dann manchmal heimlich welche gegessen. Sazenia hat das einmal mitbekommen und ist komplett ausgerastet. Sie hat an den Spargelwagen uriniert und das hat so gestunken, dass er schließen musste und das Dorf verlassen hat. Unsere Recherchen haben ergeben, dass es sich bei der Inhaberin des Konkurrenzstandes mit dem grünen Spargel um Sazenias Zwillingsschwester Gardenia handelt. Auch dazu möchte Sazenia sich im Interview nicht äußern. Stimmt es, dass die anderen Mitglieder früher alle mit Ihnen in dieselbe Aqua-Fitness-Gruppe gegangen sind? Ja, aber das ist Zufall. Woher nehmen Sie das Geld, um den ganzen Spargel zu kaufen und das Gebäude hier zu bezahlen? Teilweise von Mitgliedsbeiträgen, teilweise von Spenden der Mitglieder. Sie lassen sich also Ihr Haus und Ihre Spargelspitzen einfach von Ihren Freundinnen aus der Aqua-Fitness-Gruppe finanzieren. Kann das sein? Nein. Manche kenne ich auch vom Zumba. Dass Sazenia Burgundine Ramirez eigentlich Bärbel Meschenich heißt, wissen hier also alle. Doch der Gemeinde den Rücken zu kehren, kommt für die Mitglieder nicht in Frage. Sag mal so, was ist die Alternative? Im Nachbardorf, da gibt's eine Erdbeersekte, aber das geht mit meinem Blutzucker nicht. Der Asparagustinerorden in Hüptingsen hinterlässt bei uns viele Fragezeichen. Offensichtlich geht es hier nur darum, eine gute Zeit zu haben und viel Spargel zu essen. Ob dahinter noch mehr, möglicherweise Gefährliches steckt, können wir hier leider nicht abschließend klären. Das Video ist schon vorbei, ist aber gar nicht so schlimm. Ihr könnt einfach hier das nächste Video anschauen, hier unseren Kanal abonnieren oder ihr macht was ganz Verrücktes und geht hier in die ARD-Mediathek für ganze Folgen und vieles mehr.